So, liebe Freunde, willkommen zurück zum Pokémon Trading Card Game Live. Ja, wir haben Bock. Ihr seht, ich habe mich in die Bisasam-Liga hochgekämpft. Und wir können wieder ein bisschen was abholen. Wir können vor allen Dingen die Missionen für heute fertig machen, dann können wir sogar noch mehr abholen. Ist das cool oder ist das cool? Antwort, es ist cool. So, erstmal drei Packs. Ein Servol, das kennen wir schon. Ein Blutzug mit Tackle. Das Dedenne kennen wir zur Genüge. Ein Anestro mit ertränkende Blase. Kennen wir auch, ist bloß schöner. Und ein Gardevoir kennen wir auch. Langsam kennen wir alles hier aus dem Booster. Satini kennen wir, das Emolga kennen wir. Das, ja, kennen wir auch, hatten wir gerade schon. Das Viridium kennen wir auch. Und das Klingiklack kennen wir auch. So, aber aus dem Pokémon Go Booster, da kennen wir einiges noch nicht. Zum Beispiel dieses Reißlaus mit Redenwolf. Rückzack. Wenn der Gegner mindestens ein Pokémon V im Spiel hat, hat dieses Pokémon keine Rückzugskosten und Nagen. Das Onix, das ich nicht verwende, weil... Oder doch, das ist das gute Onix. Das ist das gute Onix. Das ist vor allem... Ja, das ist das gute Onix. Das kann ich immer gebrauchen. Das Sonderbonbon nehmen wir auch. Wähle eins deiner Basis-Pokémon. Ach so, ja, das ist ja... Das ist das Standard-Sonderbonbon. Es sieht bloß anders aus hier. Könnte ich vielleicht in mein eines Deck packen. Didiza, also ich erkläre nochmal, das Sonderbonbon erlaubt es einem Basis-Pokémon direkt auf Phase 2 zu springen. So, dieses Pokémon fügt sich selbst 10 Schadenspunkte zu. Naja, kein so cooler Bodycheck, aber cool, coole Karte. Und das Turtok. Ja, ich mag das Turtok. Dafür habe ich so viel Punkte ausgegeben, um dieses Turtok zu kriegen. Ihr seht, wir müssen 3 Matches abschließen und 3 Energien anlegen. Ich glaube, das kriegen wir hin. Wir spielen Sonniger Tag, weil die Hülle dazu passt. Aber ich möchte euch trotzdem was zeigen. Weil hier, ich habe das Fuchsparaden-Endlevel. Da habe ich die Hülle angepasst. Ich werde mir noch die hier werde ich mir noch kaufen. Und ich werde mir auch die passende Kartenhülle dazu kaufen. Also die passende, diese Hülle hier. Die werde ich noch kaufen. Habe ich mir ganz fest vorgenommen. Aber ich will ja sowieso den ganzen Kram haben. Und ihr habt mir geschrieben, oder Millette hatte geschrieben, dass die Jahreszeitenhüllen echt hübsch sind. Ja, die sind super hübsch. Ich finde die alle toll. Ich will die auch eigentlich alle haben. Aber die kosten so viel. Da muss ich mehr spielen. Und ich komme gerade nicht dazu, weil ich so viel für den Jahresrückblick schneide. Übrigens, Pokémon Live wird nicht im Jahresrückblick vorkommen. Leider. Einfach, weil ich glaube, es lohnt sich nicht. Ich glaube, da sind nicht genug Momente drin, die sich wirklich so zusammenhanglos lohnen, da reinzuschneiden, dass man auf ein bisschen mehr Zeit kommt. Dafür kriegen die anderen Projekte dieses Jahr ganze 2 Minuten Zusammenschnitt. Klingt erstmal nicht viel, aber wenn man dann bedenkt, dass es knapp 22 Projekte sind, also was heißt knapp, es sind 22 Projekte, bloß die einen teilen sich einen Slot, 2, und bei über 2 Minuten kommt man halt schon auf 40 Minuten und da habe ich noch nichts gesagt. Also es wird ein schöner, langer Zusammenschnitt werden dieses Jahr. Wird sehr, sehr lustig. Also freut euch drauf. Ich bin hier jetzt fast fertig. Also zum Zeitpunkt, wo ich das jetzt hier aufnehme, lade ich gerade noch ein paar alte Videos von mir runter. Wenn ich mich recht entsinne, sind es noch 4 Projekte, die ich schneiden muss. Aus denen dann halt 3 Zusammenschnitte entstehen werden. Wie gesagt, die einen teilen sich was. Und ich kann sagen, die ich bisher zusammengeschnitten habe, die sind so ziemlich alle Gold wert. Also da sind vielleicht 1 oder 2 dabei, wo man sagen kann, ja, die sind jetzt nicht so gut geworden. Aber der Rest, der ist schon geil. Und deswegen, also wenn ihr Bock habt, Jahresrückblick, 31. 20 Uhr hier auf dem Kanal, ich werde eine Premiere schalten. Dann könnt ihr nebenbei chatten. Livestream wird es nicht geben, tatsächlich. Weil, ich habe ja gesagt, das hängt so ein bisschen davon ab, ob ich was mit anderen Leuten mache. Und ich mache etwas mit anderen Leuten und dementsprechend
leider dieses Jahr kein Stream, aber wir machen dann im neuen Jahr einen. Versprochen. Weil ich habe dann auch ein bisschen frei tatsächlich und deswegen habe ich mir überlegt, was haltet ihr davon, wenn wir nicht an Silvester selber einen machen? Das ist, glaube ich, Silvester ist Samstag auf Sonntag, ne? Da habt ihr auch noch frei. Ja. Dumm gelaufen. Aber was haltet ihr davon, wenn wir am 1. ein bisschen streamen? Einfach irgendwelchen Quatsch. Muss ja nichts Großartiges sein. Die eine Karte zu ziehen hat nichts gebracht. Ich weiß, warum das andere Deck mein Ranked-Deck ist. Und warum ich mit dem anderen Ranked-Deck gewonnen habe. Und alle, die gesagt haben, ja, dieses Fuchs-Deck, das brauche ich auch. Leute, ihr braucht es wirklich, weil ich habe damit so viel gewonnen. Ihr glaubt es gar nicht. Ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Spiele bisher mit dem Deck verloren. Also es ist wirklich, es ist nicht so viel. Lass es 4 gewesen sein. Aber mehr waren es, glaube ich, nicht. Es ist wirklich, also ich finde da keine Worte für, wie viel ich mit dem Deck gewinne. Und ich finde das toll. Weil ich hätte nicht gedacht, als ich das gebaut habe, dass das Deck so einen Unterschied zu der normalen Fuchsparade wird. Ich dachte so, ja, vielleicht wird es ein bisschen besser, vielleicht wird es ein bisschen schlechter. Aber es wird wahrscheinlich keinen so großen Unterschied machen. Deswegen habe ich die andere Fuchsparade ja noch übrig gelassen. Ich habe ja tatsächlich das Deck dupliziert, damit ich eben die alte Version noch habe, falls es nicht besser wird oder falls es komplett grottig ist. Ich bin ja zu dem Zeitpunkt noch davon ausgegangen, dass es vermutlich eher nicht so gut ist, das Deck. Bin felsenfest davon ausgegangen, das Deck ist kacke. Ja, ich habe gedacht, vielleicht ein bisschen. Vielleicht ganz ein kleines bisschen. Aber davon, dass das so einschlägt und tatsächlich derzeit, glaube ich, mein bestes Ranked-Deck ist. Hätte ich nicht gedacht. Also das ist jetzt wirklich, es läuft gut. Es läuft sehr, sehr gut. Und ich darf verkünden, mein Auto ist in der Werkstatt. Also wärt ihr auch am 31., also am Montag bei einem Stream dabei, am Sonntag bei einem Stream dabei, am 1., nicht am 31. Am 31. ist Jahresrückblick, wärt ihr am 1. auch bei einem Stream dabei, wenn wir da abends streamen. Wärt ihr da dabei? Ich hab, wie gesagt, noch frei, ich kann das machen. Frage ist, habt ihr frei? Wollt ihr da überhaupt einen Stream? Oder wollen wir mittags anfangen? Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich werde mir da irgendwas überlegen. Das ist jetzt natürlich ungünstig, dass wir hier nicht richtig angreifen können. Das hat auch noch eine Elektroschwäche. Jetzt wegen der Pflanzenschwäche, wie sich das gehört. Früher hatten die Starter immer Pflanzenschwäche, damit das so schön passend ist. Dann könnten wir immerhin gewinnen. Aber gerade, kann der nochmal so eine Mary aktivieren? Das wäre schön. Aber ja, mein Auto ist in der Werkstatt. Ich weiß noch nicht, was es kosten wird. Also, ich weiß auch noch nicht, wann die dazu kommen. Die haben gemeint, die haben jetzt zwischen den Jahren nur Notbetrieb. Wird dann besser. Ich soll es einfach mal stehen lassen. Wenn sie Zeit haben, gucken sie halt. Wie viel wäre ich denn bereit auszugeben? Vielleicht mal so eine Obergrenze und ab dann rufen sie an. Ne? Ich sag ja. Also wenn hier über 350 kommt, dann ruft ihr mich bitte an. Ich hoffe, dass sie drunter bleiben. Meine Schätzung ist ein bisschen höher tatsächlich. Weil die Sache ist einfach. Also gut, ich habe jetzt gesagt, jetzt ist auch egal. Ich nehme noch ein paar Scheinwerfer oben drauf. Scheinwerfer. Nicht Scheinwerfer, ich bin doof.
Ich habe gesagt, ich nehme noch ein paar Scheibenwischer oben drauf. Weil die mussten mal ausgetauscht werden. Die sind alt, die mussten mal weg. Die haben auch nicht mehr so gut funktioniert. Und es ist unglaublich, dass wir dieses Trauerspiel hier gewinnen. Und ja, dazu kommt noch, es ist einfach, also das Auto verliert Öl und an der Elektrik stimmt was nicht. Das habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Und allein für die Elektrik kann man mal mit 150 Euro Minimum rechnen. Und falls der Ölstand zu niedrig ist und die nochmal Öl nachfüllen müssen, kann man da auch nochmal im Bereich von 100 Euro reden. Also sind wir bei 250. Und wenn es dann noch irgendwie ein Ersatzteil braucht oder irgendwas, wir hoffen mal aufs Beste. Man weiß ja nicht, vielleicht sind das auch größere Arbeiten. Ich hoffe einfach mal, wir bleiben unter 300. Das wäre natürlich gut. So, der hat jetzt entwickelt. Rettet ihn natürlich nur begrenzt. Weil seine Fähigkeit reicht nicht, weil wir setzen keine Wii-Pokémon ein. Der kriegt halt durch Wii und GX-Pokémon keinen Schaden. Ist uns ehrlich gesagt Wumpe. Weil sowas benutzen wir gar nicht. So, wir benutzen aber einen Wassereimer. Damit kriegen wir nämlich gerade mal Energie. Wir benutzen unser Pico-Chiller, um das zurückzuziehen. Und holen uns unsere Energie auch wieder zurück. So, wie viel Schaden mache ich? Erstmal das an das Sonnenkern anlegen. 70 Schaden pro Energie, die ich weglege, ne? Ich weiß wieder, warum ich das so ein Flora mochte. Es macht so schön viel Schaden mit so geringen Kosten. Es dauert zwar ein bisschen, bis ich dieses Deck bis wir das so ein Flora rausgekriegt haben. Aber dadurch, dass unser Gegner gerade auch nicht der schnellste ist, geht's. Also es geht tatsächlich gut. Ich hätte nicht gedacht, dass das der Fall ist, aber wir scheinen zu gewinnen. Wir scheinen tatsächlich zu gewinnen. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ja, wir haben gewonnen. Danke, Miragi, dass du uns einen Daumen nach oben zeigst. Es ist unglaublich, dass es passiert ist, aber wir haben gewonnen. Obwohl das Deck so kacke angefangen hat, aber ich glaube, er hat auch kacke gezogen. Also wenn wir alle schlecht ziehen, dann gewinnen wir natürlich. Also das mit dem Energieanlegen hätten wir jetzt schon fertig. Also wenn das so weitergeht, dann bin ich bald schon wieder aus meinem Bisasam raus. Ich wollte jetzt einen Moment da bleiben. Zumindest einen kleinen Moment. Einziges, was meine Pläne verhageln könnte, dann gäbe es doch einen Livestream. Ich habe mich jetzt die Tage nicht so gut gefühlt. Also heute, die letzten Tage war ich ein bisschen verschnupft und so weiter. Wenn ich jetzt noch Fieber kriegen würde, würde ich natürlich alle Termine absagen. Dann würde es einen Stream geben. Außer ich kriege hohes Fieber, dann wieder nicht. Dann ruhe ich mich aus. Aber ich will eigentlich an Silvester das Feuerwerk sehen. Weil seien wir ehrlich, die letzten Jahre hatten wir kein Feuerwerk und es wurde immer schlimmer. Vielleicht hatten unsere Vorfahren doch recht und wir brauchen Feuerwerk, um die bösen Geister zu verscheuchen. Wolf im Höhlenmensch-Modus.
Nein, Mittelalter. Eigentlich ist es Mittelalter, ne? Böse Geister verscheuchen. Bin ja eigentlich nicht so. Ich bin ja tatsächlich nicht so der Typ, der großartig an irgendwas Übernatürliches glaubt. Also, ich bin zwar christlich eingetragen, aber ja, das war's dann auch schon. Und das wird sich noch ändern. Einfach, weil ich nicht so den Bezug zu Kirche oder irgendwas habe. Und ja, ich weiß nicht. Okay, Mio, Melo. Profusionsangriffsenergie, das ist ja jetzt derzeit noch nicht so viel. Aber das holt er sich noch. Mehr gegen Meloetta? Ich hab's nicht mitgekriegt. Ja. Was kannst du? Lege jedes Mal, wenn ein Pokémon entweder deins oder deines Gegners kampfunfähig wird, jenes Pokémon ins Nirgendwo. Okay. Ah, da ist unser Sohn Flora. Glaub, dann schieße ich einfach mal los. Ja, ich weiß, ich könnte noch was machen, aber ich habe Angst, dass dann meine Energie weg ist. Wahrscheinlich bringt er mich dafür jetzt um, aber ist in Ordnung. Passiert. Wenn ich dafür so viel Schaden austeilen kann, dann ist das okay. Da habe ich wieder vergessen, wo ich war. Ich verliere immer den Faden. Ich lasse mich bei sowas leicht ablenken. Lasse mich zu leicht ablenken. Das ist nicht gut. Aber Leute, ich hab Pokémon Karmesin weiter aufgenommen. Ihr dürft euch freuen. Und ihr müsst mir bei einer Entscheidung helfen. Also guckt bitte den Part, der gestern rauskam. Und guckt den Part, der heute rauskam. Einfach weil. Okay, wir sind tot. Meloetta hat uns tatsächlich verprügelt. Mir gehen auch so langsam die neuen Deckideen aus. Bin ich ganz ehrlich. Gehen mir aus. Und ich will, dass der Kampfpass funktioniert. Macht mit der Reparatur hinne. Ja, da kann ich noch nichts. Kann ich mir noch nichts leisten. Und übrigens, wer mich als Freund adden will, addet mich. Addet mich als Freund. Ich habe hier auch. Ganz klar, Meloetta ist sogar online, aber Meloetta ist einfach in einer ganz anderen Liga als ich. Die Freunde sammeln sich wieder und ich bedanke mich auch bei jedem, der so munter und fleißig kommentiert. Das finde ich ganz, ganz lieb von euch. Ich freue mich da immer. So, ich würde sagen, ich mache hier einen ganz kurzen Cut, damit wir unsere Mission abgeben können, noch was abholen können. Bis gleich. Weiter geht's. Wisst ihr, was mir gerade klar geworden ist? Das ist der letzte Part dieses Jahr. Der letzte. Danach ist Feierabend für dieses Jahr. Es ist nicht das letzte Video dieses Jahr, aber immerhin der letzte Part. Es ist ja auch was. Das ist schon hart, ne? So, was kriegen wir denn? Wir haben einen Ponita mit Flammenschweif. Wir haben einen Otaro mit Verprügler. Wir haben einen Denboku. Wähle eine Karte aus deiner Hand und lege die anderen Karten auf deinen Ablagestapel. Wenn du das machst, zieh 4 Karten. Wenn du keine anderen Karten auf...
deine Hand hast, kannst du diese Karten nicht verwenden. Okay, Sichlor mit blendender Sense. Ein Miltang mit wundersamer Körper und Verheerung, ja, ist in Ordnung. Sind jetzt nicht die tollsten Karten, aber ist okay. Ist okay. Und was war das für ein Jahr? Wir haben wieder angefangen, hier Pokémon Trading Card Game zu spielen. Wir haben vorerst aufgehört, das zu spielen. Damit hat sie angefangen. Und dann haben wir wieder angefangen. Aber es macht halt immer wieder Spaß. Und ich muss auch sagen, ich habe es in der Zeit ein bisschen, ja, ich habe es ein bisschen vermisst. Ehrlich, in der Zeit, in der ich nur Yu-Gi-Oh! Gemacht habe, habe ich es vermisst. Und jetzt habe ich den Jahresrückblick für Yu-Gi-Oh! Geschnitten. Und jetzt merke ich, dass ich an Yu-Gi-Oh! Aber auch unheimlich viel Spaß hatte. Also es ist halt immer so eine Sache, ne? Man will immer, was man nicht kriegt. Und für mich bedeutet das, es muss beides geben. Mehr. Darf einfach nie aufhören. Es ist einfach so. Ich habe einfach viel zu viel Spaß an dem ganzen Kram. Egal, ob das jetzt Pokémon Trading Card Game, Yu-Gi-Oh! Oder irgendwas anderes ist. Einfach hier zu sitzen, also ich meine, andere Leute verbringen ihre Freizeit in diesem, wie spricht man das aus, draußen. Kenne ich halt nicht. Und ich sitze halt hier und rede mit euch. Das ist halt schön. Und es macht mir halt unheimlich viel Spaß, die ganzen Sachen zu spielen. Und es macht mir Spaß, wenn ich dann nette Kommentare von euch lese. Also danke, dass ihr dieses Jahr wieder mal so super toll dabei wart. Es ist einfach schön mit euch. Es macht Spaß mit euch. Ihr seid eine tolle Community und ich bin froh, dass ich nicht irgendwelche Idioten habe, sondern euch. Das muss man einfach auch mal sagen dürfen. Also nicht wie bei irgendwelchen Querdenkern oder Rechten, das wird man nur mal sagen dürfen, sondern das wird man mal sagen dürfen. Das ist was richtig. Ihr seid nämlich eine tolle Community. Dann bin ich froh drum. Ich hatte ja dieses Jahr auch wieder so ein, zwei Leute, die dann halt ein bisschen frech geworden sind. Aber mein Gott. Gibt Schlimmeres als ein paar Leute, die frech werden. Also. Ein paar Unfreundliche hat man immer dabei. Aber auf die sollte man halt nicht gucken. Und das ist die Krux bei der Sache. Wenn man anfängt, auf die Leute zu gucken, die gemein sind, dann verliert man so ein bisschen den Blick für die Leute, mit denen es halt Spaß macht. Und das ist etwas, was ich hoffentlich nie erlebe, dass ich den Blick für die ganzen netten Kommentare vergesse. Das will ich nicht. Weil ihr seid super. Und es macht so viel Spaß, eure Kommentare auch zu lesen. Auch wenn ich nicht alle sofort beantworte. Gerade wenn ich gerade Stress habe. Und es war jetzt letztes Mal wieder die Diskussion. Hutz macht gerne Streams, ich mache gerne Videos. Wie ist das? Also ich streame auch gerne, muss ich auch sagen. Aber es ist halt was anderes. Das ist halt die Sache. Und das ist immer für Außenstehende manchmal ein bisschen schwer zu verstehen, weil man ja beides mit quasi, man spielt was und redet dabei und wo ist der Unterschied? Und der Unterschied, den merkt ihr jetzt gerade. Auch wenn ihr es vielleicht, ihr könnt vielleicht nicht mit dem Finger drauf zeigen, aber ihr merkt das gerade. Weil, und das ist halt der Grund, warum ich persönlich halt immer sage, das lässt sich nicht 100% vereinbaren und ich habe nicht die Zuschauerschaft für Livestreams. Der Unterschied ist einfach darin, Videos sind speziell für die Zuschauer in der Zukunft gedacht. Klingt jetzt erstmal banal und vielleicht auch ein bisschen doof,
Aber es ist so. Es ist tatsächlich so. Ich mache ja hier kein Video und ihr könnt live dazu reden, weil das ist dann ein Stream. Und dann geht es auch weniger um das Spiel und weniger um... Ja, es geht eigentlich weniger um das Spiel. Seien wir ehrlich, es geht weniger um das Spiel, es geht mehr darum, mit euch zu reden, ja. Das ist halt die Sache. Es geht mir um mich und euch. Euch und mich. So rum ist richtig. Dafür ist es ein Livestream, ja. Für eben dieses Reden. Und wenn ich jetzt so ein Video mache, dann geht's gut, bei TCG jetzt weniger. Aber in der Regel geht's um das Spiel. Es geht um das Spiel, nicht um mich. Und auch nicht um euch. Es tut mir leid, wenn ich da Herzen breche, aber es geht auch nicht um euch. Und das ist, finde ich persönlich, angenehmer. Ich muss auch sagen, ich bin gerne in Streams dabei von Leuten, die ich mag, die ich gut leiden kann. Wo ich nicht so gern dabei bin, oder was ich mir nicht so gerne angucke, ist Streams im Nachhinein. Weil Streams halt immer darauf ausgelegt sind, mit Leuten zu interagieren. Und der Reiz bei einem Stream ist für mich dann halt auch, mit der Person zu interagieren. Und im Nachhinein hat man immer so das Gefühl, man ist quasi ein bisschen ausgeschlossen. Und deswegen, entweder gucke ich einen Livestream oder ich gucke ihn gar nicht. So die VODs dann danach, das ist nicht so meins. Und da verstehe ich auch, wenn viele von euch dann sagen, wenn ich halt ein VOD nach einem Stream hochlade, finde ich nicht so cool. Habe ich nicht Bock drauf. Verstehe ich. Verstehe ich. Weil ich gucke die auch nicht. Brauche ich keine Geld draus machen. Ich gucke auch keine Videos danach. Nach Streams. Ist einfach so. Ist auch, finde ich, überhaupt gar kein Problem. Also, ja. Aber das ist halt die Sache. Videos sind darauf ausgelegt, dass ihr die guckt und ihr daran Spaß habt. Ja? Wenn ihr die jetzt guckt, soll der dann ein bisschen mitreden, mitlachen, mitwitzeln. Also mitreden nicht, weil ihr seid ja nicht da. Aber ihr dürft drüber lachen, über die Witze. Ihr dürft was Nettes in die Kommentare schreiben. Und es ist halt darauf ausgelegt, dass man das später guckt, ja? Und das ist halt ein Stream nicht. Und deswegen ist da immer der Unterschied. Ich finde es angenehmer, ein Video zu gucken, weil ihr genau wisst, das Video ist dafür. Es gibt niemanden, der mit mir redet jetzt gerade. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr das so seht. Aber ich finde es ein bisschen angenehmer in dem Bezug. Klar, ab und zu ein Stream ist schön, aber es muss nicht alles ein Stream sein. Das ist ja das, was Futz macht. Futz streamt alles, weil er halt die Interaktion mit den Zuschauern macht. Da geht es dann halt aber auch um die Interaktion. Ist persönlich nicht das, was ich mit meinen Streams erreichen möchte. Oder mit meinen Videos. Warum? Naja, das läuft nicht gut. Aber gut, ich bin ja auch kein Streamer, ich bin YouTuber. Es ist einfach so. Und ich habe da auch unfassbar viel Spaß. Und da kann man auch mal eine Woche im Voraus aufnehmen, wenn man das möchte. Einziges Problem ist, da gibt es weniger Leute, die subscriben. Also weniger Geld. Weil ich nur von der Werbung Geld kriege. Und seien wir mal ehrlich, da kriege ich nicht viel. Aber ich habe trotzdem mit euch Spaß. Es muss auch nicht immer ums Geld gehen, das ist schließlich ein Hobby. Habe ich immer als Hobby gemacht und mache ich immer, auch wenn ich ab und zu mal rumheul wegen dem Geld. Klar, wer möchte kein Geld dafür haben? Also ganz ehrlich, wenn ihr euch für euer Hobby bezahlen lassen könntet, würdet ihr es lassen? Also, würdet ihr es nicht annehmen? Ich würde es auf jeden Fall annehmen. Also, ich meine, mache ich ja. Aber wisst, was ich meine?
nehme ja gerade Geld für mein Hobby an, sozusagen. Hab da aber auch Spaß dran. Es ist halt schön. Außerdem ist es therapeutisch für mich. Was glaubt ihr, wenn ich den ganzen Tag auf einer Couch sitzen und mit einem Therapeuten so reden würde, wäre das auch gut, würde aber mich Geld kosten, statt dass ich da was bezahle. Statt dass ich da was bezahlt kriege, so. Und alles, was ihr macht, ist, ihr hört dem irren alten Wolf zu. Und habt dabei hoffentlich noch ein bisschen Spaß. Ja, du kommst zu spät. Aber das ist halt immer die Sache. Es geht um den Spaß. Und ich blödel hier auch gerne rum. Und das ist auch gut so. Spaß ist wichtig und das ist alles, was zählt. Und dann kriege ich nette Kommentare, die mir sagen, ich hatte eine schwere Zeit. Und während der schweren Zeit, wenn mich was zum Lachen gebracht hat, dann waren es deine Videos. Und dann denke ich immer, gerne. Das ist toll, weil ich sage mir immer, ich muss nicht viele Leute. Ich brauche keine 2000 Leute, die mir jedes Video angucken und jedes Video sagen, wie toll ich bin. Das brauche ich nicht. Im Gegenteil, da soll mir lieber mal einer sagen, ich habe irgendwas falsch gemacht und ich kann noch besser werden. Das ist vollkommen in Ordnung. Meloetta gibt mir immer so tolle Tipps, von denen ich die meisten gar nicht umsetzen kann so gut. Es tut mir dann auch immer leid. Meloetta, du gibst so tolle Tipps, danke. Das finde ich ja, ich weiß nicht, ich brauche keine Leute, die mir da die ganze Zeit sagen, wie toll ich bin. Das finde ich nicht gut. Ich möchte Leute, die konstruktive Kritik bringen. Das ist, finde ich, das ist wichtig. Nicht destruktiv, ey du Idiot, oder, ja, warum tust du denn, als ob du das Spiel könntest? Nee. Tue ich nicht. Ganz nicht. Einfach nett sagen, hier, da machst du was falsch. Passt. Das ist mir viel lieber. Und deswegen. Find's toll, dass ihr so eine tolle Community seid. Danke, danke, danke für die ganzen lieben Kommentare. Danke an alle, die neu dazugekommen sind. Danke an die, die nicht nur Pokémon Trading Card Games, sondern auch die anderen Videos gucken. Und, ja, danke, dass ihr mich dieses Jahr bei dieser Reise von Pokémon Trading Card Game zu Live begleitet habt. Und ich lese euch dann in der Veröffentlichung des Jahresrückblicks. Na? Premiere wird festgesetzt, wird wahrscheinlich am 31. gegen Mittag irgendwann kommen, wenn ich halt fertig bin, alles zu schneiden, wenn es fertig gerendert hat. Das wird ja noch im Moment rendern dann. Ist ja ein großes Video. Und ja, wenn das alles fertig ist, dann lade ich es hoch und dann wird die Premiere gesetzt. 20 Uhr geht's am 31. live. Wäre schön, wenn wir uns lesen. Und ich würde sagen, ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Denkt an mich, wenn ihr traditionell Dinner for One schaut. Oder Raclette esst. Esst bitte Raclette für mich mit. Ich werde dieses Jahr kein Raclette essen. Esst bitte ein Schälchen für mich mit. Und wir sehen uns dann alle gemeinsam, wenn es auch nächstes Jahr wieder heißt, Pokémon Trading Card Game Live. Bis dann, euer Wolf.